Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei unserer Not So Berry Challenge. Ja, letzte Folge war so der große erste Uni-Start und das war so ein bisschen desasterreich. Es hat nicht so alles geklappt, wie wir wollten. Kubi war wirklich ziemlich gestresst, kaputt, ermüdet. Wir haben dann immer versucht, nach der Uni ein bisschen entspannter das Ganze anzugehen. Er hat sich mit ein paar Freunden getroffen. Wir waren mal aus mit der einen Kommilitonin von uns und da ist sogar dann auch die Carolina ist da dann auch aufgetaucht. Die Molly ist immer noch ein bisschen in dem kontaktfreien Gebiet, die meldet sich nicht so bei uns, aber die Simone war gerade da und ja, der Kubi hatte ein weiteres Techtelmechtel mit der Carolina. Und ja, mal gucken, ob da noch was kommt von ihr. Ich habe da so eine Befürchtung, was da noch kommen könnte. Nein, sie ist nicht schwanger. Das nehme ich schon mal vorab jetzt weg. Und ja, wir haben heute Liebestag und wir wollen noch ein bisschen romantisch sein. Und ich habe einen Kommentar bekommen. Ob wir nicht, hatte ich ja vorgeschlagen in dem Sinne. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir am Liebestag auf ein Blind Date gehen. Und dann habe ich einen Kommentar erhalten, ob wir nicht auch auf mehrere Blind Dates gehen können. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich voll die coole Idee. Es ist ja so ein bisschen Generation 2, dass wir ein bisschen unseren Unfug treiben, viel romantisch interagieren. Und warum nicht, dachte ich mir. Deshalb, Kubi ist jetzt hier gerade am Spind und bewundert sich selbst, macht sich ein bisschen frisch. Eignet sich ein bisschen Mut an und dann werden wir das Ganze mal ins Rollen bringen. Und zwar haben wir von dem vom Relationship Pregnancy Overhaul, also von Lumpino oder von Road to Romance, haben wir eine Meet- und Mingle-Dating-App. Automatisch-Auto-Match-Blind-Date, Automatch-Voll-Blind-Date. Okay. Ja, wir lassen das Team heute ausnahmsweise hängen. Er ist ein bisschen geknickt, weil die Carolina hat uns mal wieder besucht gehabt hier drinne und er hat ihr ein romantisches Geschenk gemacht. Das gehört ja auch dazu zum Liebestag und wie der Kuba so mal so ist. Und leider ist dieses Geschenk nicht so gut bei ihr angekommen. Dafür hat die Simone sich sehr über sein Geschenk gefreut und hat ihm versprochen, dass er mit Molly mal reden wird, ob sie denn nicht den Kontakt irgendwie wiederherstellen möchte. Voll Blind Date. Wir lassen uns volle Kanne überraschen. Gucken, was da rauskommt. Und ich habe ein bisschen Angst. Aber wir ziehen das durch. Wir gehen heute auf mehrere Blind Dates. Ich ziehe den Kubi einmal um. Zack, dass er hier sein cooles Sportoutfit auszieht. Und dann hat er was Cooles an. Und ich bin sehr gespannt, wer unser Blind Date wird. Wie gut's laufen wird. Du wirst ja nichts zu essen, Mann. Ich hoffe, wir gehen irgendwo hin, wo wir essen dann können. Meet and Mingle Dates sind eher informell. Das heißt, du steuerst das Date dahin, wo du es haben willst. Lern dich kennen oder ohne gleich in eine Romanze zu verfallen. Oder in eine Romanze, ohne dich kennenzulernen. Oder irgendetwas dazwischen. Zeig dich von deiner besten Seite und viel Glück. So sieht die gut aus. Sie sieht super schick aus und super süß. Und sie heißt Sonja Young. Sie ist eine junge Erwachsene. Erklären, dass du nur Freunde sein möchtest. Erklären, dass du nur eine Hack-up haben willst. Okay. Okay. Ich würde sagen, er wird sich erstmal. Komm, wir gehen direkt aufs Ganze. Oh Gott, ich bin ja eigentlich so ein Typ, der nicht so ist. Aber ich wachse auch an dieser Not So Berry Challenge, gerade Generation 2. Ich wachse extrem an mir, muss ich sagen. Das ist mal so dahingestellt nach Techtelmechtel. Kokett vorstellen. Er wird sich direkt kokett vorstellen. Und sie ist wirklich eine Süße. Oh mein Gott, habt ihr die ersten Eindrücke gesehen? Sie schwärmt für ihn. Und? Ja, du hast Hunger. Ich weiß, ich weiß. Okay, mal gucken, wann hier unser Personal kommt. Ich würde sagen, ihr könnt mal zusammen hierher kommen. Alter, wir haben ja mit unserem ersten Blind Date ja mal richtig gute... Jo, geh durch den Busch. Richtig gut ins Schwarze getroffen. Sie sieht ja mal un... Wer ist denn da hinten runtergefallen? Hast du dir wehgetan? Ich hoffe ja nicht. Wir können ihr mal einen Anmachspruch zuwerfen und sagen, hey, voll cool. Erste Sache, was ich dir gerne sagen möchte, du bist voll mein Typ. Und er wird hier auch mal einen Witz erzählen. Macht mal ein Sunset Valley. Genau, mach mal da einen Witz drüber.
Und ich hoffe, dass wir noch jemanden kriegen, der sich dann hier um unsere Essensbestellungen kümmert. Oh! Sie hat das voll abgelehnt. Was? Cooper Fox hat in letzter Zeit keine Lust zum Flirten, nachdem einige romantische Sozialinteraktionen fehlgeschlagen sind. Romantisch in nicht kokett wechseln. Nein, wir müssen das ja so lassen. Sonja ist aufgrund nicht kompatibler romantischer Orientierung nicht an einer Romanze mit Cooper Fox interessiert. Ja, was ist sie denn für ein romantischer Typ? Sie ist ein Vampir? Sie hat den ersten Eindruck von ihm als unzuverlässig. Ich dachte Schwärmerei. Aber sie sind an sich gut kompatibel. Er findet sie normal attraktiv. Sie ist eine treue Seele. Liebesforschung ist nein bei ihr. Sie ist... Ah, sie steht auf Frauen. Deshalb ist sie nicht interessiert an ihm. Ah, okay. Okay, dann machen wir trotzdem mal ein Kompliment übers Aussehen und machen dann halt nichts Romantisches zu ihr. Und werden dann halt nur so ganz kurz, bis wir vielleicht jemanden haben, der sich dann um unseren Tisch kümmert. Mit ihr einfach so ein bisschen quatschen und sagen hier, okay, dann machen wir das direkt. Klären, dass nur Freunde sein möchten. Genau, wir werden ihr sagen, okay, gut, ich merke schon, du bist zwar mein Typ, aber ich weiß, ich bin nicht dein Typ, deshalb... Und jetzt ist sie sauer! Und jetzt ist sie sauer. Wenn die Funken nicht fliegen, fliegen sie nicht. Ist schon in Ordnung, aber ich habe keine Lust, in diesem Fall noch länger zu bleiben. Tut mir leid. Oh mein Gott. Okay, also unser erstes Blind Date ist schon mal voll schief gegangen. Okay, wir haben gesagt, wir gehen das Ganze an. Also gehen wir auf ein nächstes voll Blind Date. Der Erwin, ist das unser Date? Ja, tatsächlich, der Erwin ist unser Date. Oh mein Gott. Der Erwin ist unser Date. Ich fasse es nicht. Hier stelle ich mal freundlichst vor. Oh, okay, was der Cooper hat dem Erwin gegenüber. Sehr unreif. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir werden natürlich trotzdem mit Erwin jetzt hier essen gehen, damit wir schon was im Bauch haben. Nur irgendwie kriegen wir keine Leute, die uns bekochen. Das ist irgendwie blöd. Wir setzen uns jetzt hier an den Brunnen mit dem Erwin und unterhalten uns ein bisschen mit ihm und gucken einfach mal so, wie die Vibes sind, werden ihn mal fragen, so interessensmäßig, worauf er denn so steht, wieso er sich denn überhaupt da angemeldet hat. Das werden wir jetzt einfach alles mal so ein bisschen erkundigen. Und zwar werden wir jetzt mal hier nach romantischen Interessen fragen, dass wir das wissen im Profil. Und wir werden nach Techtelmechtel-Interessen fragen. Mal gucken, was da so rauskommt. Und werden dann mit ihm einfach mal so eine kurze Smalltalk-Runde teilen, werden ihn kennenlernen. Okay, er hat auch schon den Kopf geschüttelt. Ich glaube, das wird nichts. Gut, da kriegt er immer nur... Was geht dich einen feuchten Kehricht an? Oh mein Gott. Also wir haben irgendwie kein Glück. Wieso sind die denn dann so böse zu uns? Wir kennen uns definitiv nicht gut genug, als dass ich meine Vorlieben mit dir teilen würde. Oh mein Gott. Okay, wo ist Erwins Profil? Da. Okay, oh Gott, die sind ja noch schlimmer kompatibel. Erster Eindruck, unreif. Erster Eindruck, nervig. Oh mein Gott, schrecklich inkompatibel. Okay, da brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Wir sagen hier, wir bleiben nur Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fasse es ja nicht. Sag, tut mir leid, Erwin, aber das funktioniert irgendwie nicht. Wir sind zu unterschiedlich. Wenn die Funken nicht fliegen, fliegen sie nicht. Ich ist schon in Ordnung, aber ich amüse mich nicht schlecht. Lass uns bleiben und sehen, ob wir... auf eine platonische Weise verstehen. Ja, okay, gut, vielleicht wird Erwin unser bester Freund. Kann ja auch sein. Dann erzählen wir ihm mal einen Witz. Mal gucken, wie er den findet. Ei, aber er war wenigstens in dem Sinn nett zu uns. Okay. Kupi, was tue ich dir nur an, hä? Was tue ich dir nur an, Kups? Was tue ich dir nur an, Kupilein?
Was tue ich dir nur an? Wie ich bin, ich finde es so geil, ich finde es so geil, es macht so Spaß gerade. Okay, er holt jetzt irgendwas an der Snackbar, Getränke biegst du. Nein, nein, doch, wir machen ein letztes Voll-Blind-Date und dann machen wir ein Semi-Blind-Date. Dann können wir uns nämlich, meine ich, die Sims aussuchen, die wir daten wollen. Vielleicht haben wir da dann eine bessere Chance. Wir machen jetzt ein letztes Voll-Blind-Date. Oh, Jaili, oh, du bist ja eine süße Maus. Ja, ja, wir haben dich schon getroffen. Okay, wir müssen uns dann jetzt erstmal vorstellen. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Gang zurück und stellen uns einfach mal ganz respektvoll vor. Sagen, hey, voll schön, dass wir uns treffen. Ist sehr wichtig, korrekt zu sein. Und er verbringt mehr Zeit damit, sich um sich selbst zu kümmern. Veränderung korrekt. Ja. Persönlichkeit erforscht. Kupsi. Und? Dann würde ich sagen, werden wir mal ein bisschen hier, machst du jemand ein Kompliment? Wir werden sie mal kennenlernen. Oh, sie verstehen sich schon mal sehr gut. Oh, erster Eindruck, fern. Dies mag nur ein erster Eindruck sein, aber dieser Sim scheint distanziert und unantastbar. Oh, okay. Aber gut, solange sie uns nicht hasst, ist ja alles okay. Dann wollen wir mal gucken. Können wir mit ihr vielleicht eine tiefgründige Unterhaltung führen, dass wir ein bisschen was über sie erfahren, was sie so mag? Und dann würde ich mal sagen, ob wir vielleicht hier schon was rausfinden können im Profil. Skandalöse Frage stellen. Rose anbieten. Komplimente über Aussehen. Das würde ich mal machen. Immerhin ist Liebestag. Und dann aufdringliche Annäherungsversuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kupi, was habe ich dir für ein Merkmal zugestimmt? Dann wirst du sie mal umwerben. Mal gucken, was dann passiert. Was sie dazu sagt. Okay, sie liebt die Natur. Wo ist sie denn überhaupt jetzt hier? Hier. Wir warten, bis die ganzen Dinger durch sind. Also bisher schaut's ja nicht schlecht aus, oder Leute? Sie ist ein Pro-Typ. Aber sie hat das Kompliment angenommen. Cooper. Baboom. Wow. Okay, rastel mal dieses Süßholz. Wow, und dann werden wir mal in ihr Profil reinschauen. Ist auf jeden Fall ein Sim von meiner guten Freundin Melly. Was macht ihr? Süßholz raspeln. Also bisher stehen... Ach, die haben sogar einen Liebesbalken. Oh. Okay, jetzt müssen wir unbedingt ins Profil reinschauen. Okay, sie ist nicht kokett, liebt die Natur und ein Pro. Sie ist als sehr attraktiv, empfindet er sie. Sie sind sehr gut kompatibel und sie haben romantisches Interesse. Vielleicht waren ja doch alle guten Dinge sind drei, aber diesmal im positiven Sinn. Okay, er hat den Gefühle von Coop gegen ihr, dass sie fern eher ist, aber sie hat einen spaßigen Eindruck von ihm. Okay, das schaut doch nicht schlecht aus. Wollt ihr eine Runde Karaoke zusammen singen? Drink dein Drink, den du dir zubereitet hast. Ey, jetzt klaut sie unseren Drink. Oh, geil. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Gas geben. Ich würde sagen, wir geben jetzt Gas. Hieße sie missbilligen das unangemessene Verhalten anderer Sims, wie zum Beispiel gemeine oder schelmische Sozialinteraktionen. Sie bevorzugen schicke Kleidung und bauen schneller freundschaftlich oder... Oh, das passt ja eigentlich perfekt zum Cooper. Das passt ja perfekt zu ihm. Ich bin ja voll platt. Okay, wir müssen hier ein bisschen Smalltalk. Machen wir mal Liebestagsstimmung teilen. Und die waren die reinste Katastrophe. Deshalb bin ich echt froh drüber, dass das mit uns beiden jetzt so gut läuft. Dass das so an sich die Chemie stimmt. Wir gucken einfach mal, wie weit es geht, wohin es führt. Und dann würde ihr mal einen Kuss zuhauchen. Und mal gucken, wie sie da drauf... Oh, das ist die Molly! Da ist die Molly! Oh mein Gott! Und sie hat direkt ihn gesehen und hat direkt die... Oh Gott! Und das ist so geil. Jetzt sitzt er da und unterhält sich mit der Jailin, ne? Jailin, oder? Ich kann ihren Namen leider nicht... Jailin. Ich sag jetzt mal Jailin einfach zu ihr. Die Molly ist jetzt gerade gekommen, hat ihn gesehen, hat sich umgedreht und hat sich jetzt auf den Stuhl gesetzt und beobachtet das Ganze. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, da die Molly ja mit ihm zusammen ist.
Er weiß nicht, dass sie schwanger ist. Oh, oh. Oh, 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 was ist denn jetzt passiert? Was ist da denn jetzt gerade passiert? Habt ihr das gesehen, was da für ein Buff war? Kupi, trink doch mal jetzt dein Gesüff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Leute, das läuft ja besser als besser. Also, ich muss wirklich sagen, dieses Blind Date ist ja mal wirklich der volle Erfolg. Nach den zwei Katastrophen Blind Dates zuvor. Oh, hat die Molly auch ein Date? Das wäre ja jetzt lustig, wenn die ja auch ein Date hätte. Er wird ihr jetzt mal eine Rose anbieten, weil das müssen wir auch noch machen vom Liebestag-Dings. Oh mein Gott, erst einen Kuss erleben. Wir werden mal die romantischen Interessen ausfragen, fragen so, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Romantik? Ja, nimm dein Glas mit los. Ist er eigentlich schon bedüdelt? Nee, bedüdelt ist er noch nicht. Er hat noch kein Moodlet. Er gibt ihr eine Rose. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die beiden fahren voll. Erklären das du nur einem? Nein, nein, wir werden gar nichts erklären. Wir werden jetzt mal einen Witzmann mal gucken, wie sie so zur Witze steht. Und dann werden wir hier noch ein bisschen romantisch interagieren. Wir werden hier nochmal Süßholzhaar raspeln. Und wir werden auch mal hier unter... Oh mein Gott, Händchen halten. Oh ja, das werden wir machen. Oh, wie süß. Die beiden, ich muss sagen. Sag ihr mal irgendwie, so irgendwie spürst du die Vibes auch. Da ist irgendwie... Irgendwie, da ist irgendwie was zwischen uns. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie, da ist was zwischen uns. Oh mein Gott, die beiden. Oh, ich dreh durch. Dürfen wir jetzt auch mal Karaoke singen? Oh, jetzt hat uns jemand das Blind... Oh, jetzt hat uns jemand die Karaoke-Bar geklaut. Mensch. Oh, und die Molly, die kriegt das alles mit. Okay, gut. Cooper hat ja nie gesagt, dass er wirklich was Festes mit ihr haben wollen würde. Das hat er ja gesagt. Aber die Molly denkt sich halt trotzdem noch so irgendwie, dass da vielleicht noch mehr entstehen könnte. Ja. Dieses Blind Date, das ist ja mal doch echt ein voller Erfolg, finde ich. Also, dass das so gut sein würde, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte echt so, oh Gott, das kann ja nichts werden. Aber hey, ich bin was Besserem belehrt worden. Eines Besseren belehrt worden. So, wie süß. Jetzt gibt er ihr eine Massage und denkt sich, oh, so okay, ja. Die Vibes, die stimmen irgendwie. Also irgendwie merkt er, da ist schon irgendwie was zu... Oh, er hat ihre Hand genommen. Oh, wie süß. Wie süß, Leute, wie süß. Oh. Ich merke so. Oh, wenn die sagt, so ein Cooper. Sowas kannst du doch nicht hier vor mir sagen. Okay. Wollen wir es wagen? Wollen wir den ersten Kuss erleben? Wollen wir es wagen? Ja, komm, wir wagen es. Wir werden ihr den ersten Kuss geben, wo auch immer sie jetzt hingeht. Ich hoffe, sie geht nicht nach Hause. Ersten Kuss geben, los. Oh, yes, Mann. Oh, ja. Auf das Liebe hier entsteht. Wow, was ein cooles Blind Date. Also das gefällt mir, das Blind Date. Der Rest, ja, so lala. Zuvor die, aber mit ihr, wow. Was ist hier? Zur Verabredung gehen. Ach so, auf eine Verabredung gehen. Ja gut, ich bin jetzt so frei und erfülle ihm das jetzt mal, weil wir sind ja in dem Sinn auf drei Verabredungen gewesen, in denen wir Blind Dates hatten. Okay, können wir noch irgendwie was machen? Er kann knuddeln, Hände küssen, Hände halten. Der Mistelzweig, Wuhu hier, Wuhu auf unkonventionellen Dingen. Was können wir noch mal? Bindungsangst reden? Einladen, über Nacht zu bleiben, stehen sich angezogen. Ich liebe dich. Kann er sagen, bitten, oh mein Gott, bitten Freundin zu sein. Oh, krass. Dann kannst du hier mal persönliche Gedanken austauschen, würde ich sagen. Und dann müssen wir mit ihr auch ein Foto noch machen.
Genau, weil wir haben, genau, mit, wir müssen auch mit der Molly eigentlich noch ein Foto machen, weil sie ist ja in dem Sinn seine Freundin und er hat in dem Sinne einen Beziehungsbalken mit ihr. Auch die Carolina müssten wir eigentlich noch ein Bild mit ihr zusammen machen, damit wir die Band machen können, dass wir genau sehen, wie viele Beziehungen wir insgesamt hatten. Deshalb würde ich sagen, wir müssen mit ihr auch gleich mal. Er hat 5 von 10 Sims schon geküsst. Oh, wie süß. Und dann machen wir hier mal ein Foto zusammen. Foto machen mit und zwar mit... Oh, yeah, Mann. Schaut euch mal das Karaoke zusammen an, dann könnt ihr noch ein bisschen tanzen. Auf, schaut euch das mal an. Oh, yeah, Mann, Kuppe geht voll ab hier. Ja, Mann, eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben erfüllt. Woo, hier läuft's ja voll. Ja, Mann, könnt ihr eigentlich zusammen tanzen langsam? Hier, macht euch mal zusammen einen kleinen romantischen Tanz. Liebestag ist auf jeden Fall vorbei, er war erfolgreich. Und wir hatten 3 Semi-Blight-Dates. Ey, wieso hast du aufgehört? Da kann man ja schon voll ein bisschen neidisch werden auf die 2. Also ich fand die Idee mit dem Blind Date total cool. Könnt mir das auch vorstellen, dass wir das öfters mal mit Cooper machen. Auf jeden Fall hat er doch mit der 3. Blind Date Dame, es waren ja die Sonja, der Erwin und die Jai Lee, glaube ich, heißt sie, ne? Sag ich jetzt mal. Und mit den beiden scheint es echt gut zu laufen. Die haben sich gesucht und gefunden, würde ich irgendwie mal meinen. Voll süß. Oh, wie süß. Ja, sollen wir sie doch fragen, ob sie unsere Freundin sein will? Dann hätte er aber 3 romantische Beziehungen, weil er ist mit Carolina zusammen und mit Molly und wäre dann mit ihr zusammen. Oh mein Gott, ich glaube, sowas habe ich noch nie gemacht bei Sims. Einen Kuss hauen. Du kannst ihr mal dann einen Kuss zuhauchen und sagen, hey, oh mein Gott, wie süß. Und dann versuchen wir sie zu fragen. Ja, wir fragen sie. Oh, sie haben sie. Oh, wie süß. Wie süß, wie süß. Bitten, ja, wir fragen sie jetzt. Wir fragen jetzt zum Abschied der Folge, fragen wir sie jetzt, ob sie eine Beziehung mit uns eingehen will. Und dann hat der Cooper... Wir müssen mal hier kurz die Gruppe aktualisieren. Ex-Beziehung, genau. Er war mit der Rose zusammen. Leider ist sie nicht mehr in diesem Spielstand drin. Er war mit der Lily zusammen. Er ist aktuell noch mit der Molly fest zusammen, auch wenn kein Kontakt aktuell besteht. Und er ist mit Carolina noch zusammen, wo er den Kontakt gerade ein bisschen reduziert, weil sie ihm Geld für ein Techtelmechtel gegeben hat. Und da steht auch noch eine kleine Sache offen, die da kommen könnte und wäre jetzt mit Jailene. Ich glaube, sie heißt Jailene, oder? Jai Lee, okay, ich muss mir ihren Namen merken. Dann zusammen, ja, wir fragen sie jetzt, ob sie eine Beziehung mit uns eingehen wollen würde. Und dann müssen wir unbedingt bald ins Bett. Oh, Kupi, du Herzensbrecher. Du alter Herzensbrecher. Oh mein Gott, wie süß. Ich drehe durch. So was Süßes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Doch, ich habe schon vieles Süßes bei Sims gesehen, aber hier bei dieser... Bei diesem Let's Play und bei diesem Spielstand. Och Gott, sind die süß. Och, du liebe Neune. Ich glaube, wir haben für den Kupi eine super Partnerin gefunden. Gott, okay, er fragt jetzt. Und wir gucken mal, was sie an... Nein, nein, nicht gehen. Fragst du sie jetzt? Sie darf noch nicht gehen. Wir müssen erst die Antwort wissen. Wir brauchen diese Antwort. Und? Und? Ja, sie hat ja gesagt. Ah, sie hat ja gesagt. Die feste Freundin von Cooper geworden. Oh, Cooper, du Halunke, ey. Liebende als attraktiv empfunden. Feste Freundin. Okay, ich würde sagen, die beiden dürfen jetzt noch ein bisschen romantisch. Sogar einen Wohnungsschlüssel kann er ihr geben. Heiratsantrag kann er... Ei, was geht denn hier ab? Nee, du gibst jetzt noch mal ein bisschen Zuneigung und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für den Part. Es ist auch viel, viel, viel passiert. Und die beiden, die wollten noch ein Foto machen. Genau, wir brauchen nur ein Foto. Er kann immer noch kein Foto mit ihr machen. Romantisch interagieren. Du kannst nochmal Süßholz raspeln.
Und dann werde ich die Folge auch beenden. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.